oder nicht, ich weiß es nicht. Alle krank hier? Haben wir jetzt mal die erste Krankheit mitgemacht? Ey, wow, das waren jetzt ein paar ekelhafte Tage. Bisschen anstrengend, bisschen arm, ne? Wenn so ein Baby das erste Mal krank ist und auch selber nicht weiß, wie ihm geschieht. War nicht schön. Aber heute lacht er wieder, geht's schon besser, ne? Oh, Baby! Mal gucken, was jetzt kommt. Das gefällt mir echt nicht. Aber gestern kam Michael Jackson hoch, ne? Für die Aussie. Ja, ich probiere gleich, ob nochmal Michael Jackson kommt. Wir haben ja leider keine CD. Wir müssen ja das anhören, was im Radio gespielt wird. Und das ist manchmal nicht so schön. So, jetzt hoffen wir mal, dass das Auto nicht heiß wird, ne? Weil der Thomas hat gesagt, also es geht zwar eine Weile mit der AC, aber nicht für immer. Warte mal, wo ist denn die? Immer Donnerstag sind Lisas Kinder jetzt in der Schule. Ja. Klappt ganz gut. Haben wir gestern Schilder gemalt, weil die auch auf so eine Demo gehen wegen diesen Bergen. Ich habe das, glaube ich, schon erzählt, ne? Dass sie da das Teleskop auf diesen heiligen Berg bauen wollen. Und dass die hier immer so Demonstrationen machen. Und dafür, da ich ja nicht an die Demonstrationen glaube, male ich aber so geile Schilder. Ne? Ich male die geilsten Schilder, das kannst du mir glauben. Ich male wunderbare Demo-Schilder. Macht mir auch richtig Bock. Ja. Und der so hustet. Ne? Das ist ein ganz fieser Husten. Aber ganz viel Schleim kommt runter. Könnt ihr mir gerne auch eure Erfahrungen erzählen, Gerlina, da freuen wir uns. Wie man mit sowas umgeht. Ich habe alles vergessen. Ne? 5 Kinder gehabt, das 10. Enkelkind ist unterwegs, aber wenn dann das Baby das erste Mal krank ist, weiß ich gar nichts mehr. Ne? Außer so ein bisschen klopfen, ne? Immer so den Rücken klopfen, damit das locker, aber es ist ja locker. Aber was meine Frage wäre, ist schon mal ein Kind am Schleim erstickt? Das ist ja mein Horror, ne? Dieser Schleim. Da kam so viel Schleim aus diesem Kind raus. Das war schon krass, ne? Aber danach geht's ihm dann gut, ne? Dann kotzt er diesen Schleim raus und dann geht's ihm gut. Bis es sich wieder so aufgebaut hat, wieder neu. Und dann kommt das wieder, so Husten und Kotzen. Und ja. Aber heute ist schon echt viel besser. Der hatte auch den ersten Tag, er hat überhaupt keinen Mucks von sich gegeben, ne? Er war stumm. Das Baby war stumm. Das hat nichts, der hat auch nicht geweint, ne? Nix. Einfach keinen Mucks. Ich müsste ihn jetzt auch nicht nach reden. Hast du auch Hals? Ja. Oh. Wenn er nichts weint. Ja. Und am zweiten Tag hat er schon mal so Tönchen gemacht, gell? Und jetzt heute heult er auch richtig. Also er ist auf dem Weg der Besserung. Ossi hat ja die gleiche Krankheit, die dauert nicht so lange. Ossi hat auch noch einen ganz schönen Husten beim Einschlafen. Ne? Also was ich auch gemacht habe, was ich wirklich gut finde, ist so einen kleinen Heilerdewickel auf die Brust oder auf den Rücken. Ne? Ein bisschen Heilerde mit Apfelessig und Wasser warm anrühren. Und dann kann man das entweder auf den Lappen oder man kann auch auf so ein großes Noni-Blatt das machen. Ne? Dann hast du den Lappen nicht zu waschen, dann kannst du das Blatt hinterher wegschmeißen. Ja, dann so ein Blatt hier drauf oder auf den Rücken oder beides. Ich habe immer so das Gefühl, Heilerde, das saugt dann alles so raus. Diese ganze Krankheit aus dem Körperchen.
ne? Das haben wir getan, sonst nix. Ne? Ich war schon bereit, ihm die Nase raus abzusaugen. Die Nase abzusaugen, ne? Also falls er da irgendwie keine Luft, ne? Weil wir nicht so ein Bällchen, es gibt ja so kleine Bällchen, oder die Lena hatte, die Ossi hatte die so einen Schlauch irgendwie, und dann konnte man da mit dem Mund, ne? Den Rotz absaugen. Aber man kann das natürlich auch mit dem Mund machen, und ja, ich habe gesagt, ich mache das. Also wenn sie das Gefühl hat, dass der keine Luft kriegt durch die Nase, schnell absaugen, ausspucken, fertig, ne? Ja, nee, genau, nicht ein bisschen hochliegen, ne? Das ist ganz wichtig. Ja, bei meinem YouTube-Kanal geht es nicht darum, wie man aussieht, Lena. Guck mal da, das Flugzeug, das ist so schief und da kommt Dampf. Oh mein Gott. Das stürzt ab. Meinst du? Nee. Was ist das? Ja, was ist denn das? Das sieht echt ein bisschen. Und da oben noch. What? Jetzt ist es weg. Ja, ist es. Aber es kommt und so steil. Ist ein Landplatz, aber ein Landplatz. Ja, da hinten ist ein Lander, aber so landen die ja überhaupt nicht so steil. Nicht wahr, ihr Lieben? So, jetzt geht's gleich runter. Wir waren so lange nicht da, ne? In Waiwa. Waiawa. Waiawa heißt es ja, ne? In Waiawa. Ich hoffe, ne? Wir wollen da zu einem Goodwill. Nee, heute ist kein Feiertag und wir wollen zu dem Goodwill. Wir hatten das echt schon lange, lange vor. Dieses Restaurant, da spielt einer Gitarre. Hier riecht es ein bisschen nach Pippi. Ach, ist schon Halloween. Ist schon Halloween. Guck mal, wie groß der Laden ist. Ist so. Nach was? Ja, nach Pisse und Klo und Unterführung. Bahnhof? Ja, genau, Bahnhof. So, und jetzt gibt es hier Wagen, nur solche. Ich nehme aber mal so einen, weil ich kann nicht mein Dings die ganze Zeit in der Hand halten. Mein Portemonnaie, meine Brille, mein ganzen Rose. Das sind auch neue, gell? Ich will ja keine neuen Sachen. Mich interessieren immer so diese Haushaltsgegenstände, gell? Und T-Shirts natürlich, immer T-Shirts. Ich finde immer T-Shirts. Früher war das ein bisschen unordentlicher hier, ne? Das war ein bisschen geiler, oder? Ja. Was ist das denn? Okay. Pizza? Jetzt gucken wir uns das alles mal an, was es hier gibt, ne? Da hinten sind die Aloha-Shirts, auch goldig, auch für kleine Kinder. Finde ich aber süß. Dann so Army-Krams. Hier sind T-Shirts, Lampen, Schuhe, aber auch viele neue Sachen, das gefällt mir nicht. Ich will ja nichts Neues, ne? Dann kann man nur in neue Geschäfte, in normale Geschäfte gehen, wenn man neue Sachen will, gell? Hallo! Was ist denn das? Das finde ich ein bisschen geil. Siehst du, jetzt brauche ich schon meine Brille, weil dann will ich schon die Preise wissen. Hole ich mir hier meine Brille raus, so, und dann ist alles hier. Ich kann mir das genau angucken. $6 für so eine. Das ist zu teuer. Das ist mir auch zu teuer, ne? Das ist ja immer das, ne? Das muss dann auch richtig schnäppchenmäßig sein, sonst habe ich da keine Lust drauf. Weil das ja alles auch Sachen sind, die ich ja gar nicht brauche in echt, ne? Im echten Leben. Brauche ich das ja alles nicht. So. Körbe, ne? Körbe stehe ich auch sehr drauf. Das habe ich von meiner Mutter geerbt. Aber. Nee, viel zu teuer. $13. Nee. Das gefällt mir nicht. Davon haben wir schon tausende. Die finde ich auch oft auf dem Müll. Ja, nö. Seife?
ist das denn? Das ist aber ein bisschen obszön hier. Was ist das denn? Okay, ist das hier so ein blöder Kack, den keiner braucht? Plastikkacke? Schuhe? Fahrrad? Okay. Schrecklich. Hier Vans ist ja ganz cool, ne? Kosten $10, finde ich gut. Aber die sind zu klein. $4? Wie süß. Die sind echt geil. Was sollen die denn kosten? Das ist mir zu teuer, ne? Das sehe ich nicht ein, weil so breit gelatscht, nee. Das finde ich nicht okay. Und die Leute, also diese Organisation hier, der man auch Ausbeuterei hoch 10 unterstellt, und ich sehe das auch. Also die Leute, die hier arbeiten, werden überhaupt nicht gut bezahlt. Alles, was hier steht, wurde gespendet. Also es sind alles Spenden. Oh, ach, schade. Ich dachte, das macht noch so pick, pick. Pick, pick, pick. Dann fände ich es süß. Ja, also alles Spenden. Und die Leute, die aber hier arbeiten, werden schlecht bezahlt. Ja, und ich denke mal, die Bosse hier, die verdienen ganz gut, ne? So, was ist... Oh, die Musik geht mir auch auf den Sack. Das finde ich ganz praktisch wegen den Hunden, ne? Warum ist denn hier wieder kein Preis dran, ey? Das sind immer so Sachen, ne? Das sind immer so Sachen. Boah, die Musik macht mich sauer. Was soll denn dieser hässliche Stuhl kosten? Auch kein Preis dran? Ja, super, ey, dann... Fickt euch doch alle! Ja. Ja, und trotzdem, obwohl man weiß, dass es halt Ausbeuterei ist, gehe ich gerne hier hin, und ja, ich mag halt diesen Laden, ne? Aber ich will dann auch, dass es richtig billig ist. Ich habe keinen Bock auf so überteuerten Scheiß, ne? Das sehe ich gar nicht ein. Hier so Gläser, weißt du, so lächerlich. Nee. Ich hätte auch nicht aufregen, gell? Dafür bin ich halt hierher gekommen. Was gibt's denn hier? Was ist das denn? Ach, Stinkekerzen, nee. Stehe ich ja nicht drauf. Man, so die Luft verpestet draußen, gell? Kennt ihr das? Ganz geile Schuhe gibt's ja. Ich meine, die hier sind doch wirklich mal. Die sind doch mal geil, ne? Ja. Oder die hier. Aber halt alles nur in klitzekleinen Größen. Aber die sind doch echt, das ist doch ein Burner, ist das doch, oder? Mega geil. Also ich finde hier nichts, weil ich habe ja eine große, große, große Größe. Und das hier sind mehr so glitze, glitze, glitzekleine. Glitzekleine Größen. Aber ja, egal. Decken gibt's hier, guck. Hier gibt es sowas, so Flossen, und ich bräuchte ja mal eine gute, ne? Aber das ist halt, ne, so vergilbte, verkrustete Scheiße, noch nicht mal sauber gewaschen, weißt du? Und das soll dann $8 kosten? Nee, Alter, das kostet im Geschäft ja $8. Das ist halt das, was mich immer so ein bisschen nervt hier, ne? Hört ihr die Ossi schreien? Ossi kriegt nicht, was er will. Ja, ne, Flossen brauchen wir nicht. Sind schon ganz gut hier, die Helme. Da soll die Lisa sich mal gucken. Für ihre Jungs. Golfschläger. Inliner.
Aber irgendwie gar nichts Spannendes. Ne? Ich finde ja auch gerne mal irgendwas Geiles, was Altes, Spannendes. Das ist ein bisschen spannend, ja. Das ist cool. Das ist so für Kräuter und sowas, aber das braucht man ja auch nicht, ne? Braucht man ja nicht. So viel Kräuter habe ich ja gar nicht. Ist hier irgendwas? Schüsselchen brauche ich. Aber ich mag kein Plastik. Fände ich jetzt billig. $5 für alle zusammen, finde ich gut, aber ich hab keinen Bock auf Plastik. Echt nicht. Gar keinen Bock drauf, ey. Was denn das? Sieht aber interessant aus. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist auch so Plastik. Oh, oh. Warte mal. $5? Nee, das ist auch Plastik. What the hell? Das finde ich gut, aber ein bisschen schwer, du. Nee, also der Laden regt mich auf hier. Der gefällt mir nicht. Der gefällt mir gar nicht. $5 für so eine Schüssel. Ne? Und dann überlegt euch mal hier, die Leute, die hier arbeiten, bekommen ja, für 99 Cent nehme ich meine mit. Also die Leute, die hier arbeiten, bekommen noch nicht mal den Mindestlohn. Ich schätze mal so $7 die Stunde höchstens, ja. So. Und dann verkaufen die hier so gespendete Schüsseln. Ne? Also das ist schon sehr asozial. Das finde ich schon ganz schön ekelhaft. Und trotzdem bin ich immer hier, ne? Und was soll die hier kosten? Nix. Okay. $3. Warum? Warum denn? Auch $3. Das finde ich einfach nicht okay. Kein Wunder, dass wir nie Schüsseln haben, ne? Wenn die hier so teuer sind. $5 für 3 Schüsseln. Den haben sie doch irgendwo rein geschissen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Das finde ich sehr süß, aber ist mir auch $5 viel zu teuer, aber ist sehr goldig. Ist nämlich auch alt und süß. Oh, oder ob ich es doch mitnehme? Nee, aber es ist viel zu klein, ich brauche es nicht. Ich brauche eher so große. So in der Art, aber wie hässlich. Ja, das ist dann auch nur $3 so hässlich, ne? Ach ja, das stört mich alles etwas, ne? Also das kostet $3 und das kostet 2. Und jetzt erklärt mir das. Hier ist ein Gummi drin, da nicht. Das hier ist größer, das ist kleiner. Also was setzen die denn da für Leute hin, die Preise machen, sag mal? Das hat ja alles überhaupt keinen Sinn hier. Was kosten die? $5 für eine. Ich möchte gerade hier so zerschmeißen. Ehrlich, geht's denen noch ganz gut? Hier fahre ich nie wieder hin in diesen Kackladen. Also ich glaube, die Lena ist auch, ich hoffe, die Lena ist auch schon enttäuscht. Hier so ein Scheiß, so neue Kacke, wer will denn das? Das kann man nur in anderen Geschäften kaufen. Ich bin echt sehr enttäuscht. Lena, ich bin todesenttäuscht. Thank you. Ich bin hier die ganze Zeit schon, ich bin nur am Meckern. Ich sag, ich will schon Sachen zerschmeißen, ich fahre hier nie wieder hin. Guck mal, eine Schüssel habe ich gefunden für 99 Cent. Eine Hose, ja, die ist süß. Wie viel? Auch alles so teuer. So teuer? Also 3,99. Nee, das ist okay, das ist okay. Aber ein T-Shirt, $5 Ja, so eine Schüssel.
5 Dollar. Die nicht, die jetzt ein. Auch so ohne Sinn und Verstand die Preise, ohne irgendeine Ordnung drin. Ah ja, genau, wir fahren jetzt zum Savers, wir gehen jetzt zum Savers. Dann will ich aber eigentlich gar nichts kaufen. Dann gehen wir jetzt. Dann kaufe ich auch das nicht, weil das ist mir hier alles zu gierig. Wir gehen zum Savers. Das hier ist zu eklig. Ja, die ist schon ein bisschen geil. Aber warum hängen die bei den Verkleidungssachen? Ich glaube, das ist Verkleidung. Ja, nee, wir gehen jetzt zu dem anderen. Das war jetzt echt ein Reinfall. Wir waren hier, wie gesagt, das letzte Mal, da waren meine Kinder noch klein. Da war das geil. Aber hier, das fand ich süß, ne? So kleine Aloha-Shirts finde ich ein bisschen goldig. Guck mal, wie süß. Mit einer kleinen süßen Hose goldig. Ich weiß, meine kleine Rotzgurke. Oh, seht ihr, wie arm er ist? Mua. Baby, I love you. Ja, wir gehen. Wir gehen jetzt. Das war's. Das war jetzt echt richtig dumm. Das ist ja, also haben sie hier so auf schick gemacht oder was? Gefällt mir gar nicht, der Laden. Was gibt's denn hier noch? So ein paar Bücherlein. Was sind die dann? Auch 20 Dollar eins. Schallplatten. Ist auch mal geil, oder? Das ist schon, also da könnte ich drauf ausrasten. Auch sowas, ne? Das finde ich einfach herrlich. Einfach nur, um mir diese Bilder immer mal wieder, nee, also jetzt kann ich auch nicht mehr, Lena. Das musst du dir jetzt mal angucken. Oh, ist das geil. Das ist so geil, einfach nur. Guck mal. Was ist das? Ein herrliches Bild. Eine Schallplatte mit Workout für Pregnancy, Birth and Recovery. Ich raste aus. Die Bilder, ich raste. Ihr Lieben, rastet ihr mit mir aus? Ja, ne? Ja, das ist schon geil. Also, Schallplatten sind schon was Tolles, weil die haben die tollsten Bilder. Ach, wie herrlich. Nee, ich kann immer. Ihr Lieben. Warum steht hier ein Schallplattenspieler dabei, ne? Okay, Ozzy, bist du da? Komm, wir gehen. Wir gehen. Gar nicht? Überall so Dschungel und so. Also da, wenn man nach da hinten, das sieht schon da auch toll aus. Das war mal ein gutes, ey. Das war ein mega geiles. Also es gibt ja ganz eklige Chicken Musubis mit so dick Mayonnaise drauf. Ne? Das mögen wir nicht, aber das war trocken. Das war richtig gut. Matt ist trocken. Statt matschig. Was hast du denn da noch hier gekauft, du Verrückte? Naja, das habe ich halt noch nie gesehen. Kennt ihr das? Watermelon? Ja. Und? Was ist das? Die Dinosaurs. Und so, warum kaufst du die? Na gut, sind wir jetzt friedlich. I'm a bamboo. Was? I'm like a man, just like a man. Das ist hier hübsch. I'm a bamboo? Wie jetzt? Wieso bin ich denn ein Bamboo? Was ist huge? My anus is huge. My anus? Was spinnst du jetzt? That's how the song goes. It's from Lil Dicky. My anus is huge. I'm a bamboo. I'm a bamboo. I'm like a man that's a dance and my anus is huge. I'm a lion cub and I'm always getting late. I'm a zebra. Blah, 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 blah. Disgusting nowadays. It is. Was soll das denn für ein Lied sein? Ja, ein lustiges? Ja. Ist wie so ein Kinderfilm, aber halt nur so versaut. Und am Ende dann ja, Global Warming is real. Und singen halt alles das mit Justin Bieber, Katy Perry. Global Warming. Dog, all of them. Also was mich mal interessieren würde bei Global Warming ist, also spielen die jetzt nochmal die 80er nach einfach so, ne? Das kommt mir gerade so vor. Also, Also haben sich alle so zusammengetan, yeah. Ja, Katie wie Perry, damals, we are the world, no, we are the children, oh, we are the world, make a better day. Das war irgendwie, glaube ich, schöner als das jetzt. Ja, okay, das war vielleicht schöner, aber was ich halt auch komisch finde, wegen Global Warming,
And then I want you to donate money. Ja, aber was ich mal wissen will, als ich jung war, da waren, gab es so Bilder vom Waldsterben und ja, saurer Regen und sowas alles, ne? Und wo ist denn das jetzt? Wo ist denn der saure Regen und wo sind denn die toten Wälder? Ich verstehe das gar nicht. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ja, in Amazonas brennt ja alles ab. Ganz weird. Also das finde ich so komisch. Baby, wir fahren weiter. Ist ja auch. Ich meine, da wird immer gebrannt. Immer. Ja, jedes Jahr wird da gebrannt in Amazonas. Vielleicht geht da weiter. Da fahren wir. Echt weird. Das finde ich echt weird. Ne? Also ja, dann sind wir wieder beim Thema Aluhut. Ne? Also falls da jemand ist, der mir das mal erklären kann, wo der saure Regen geblieben ist. Und ob jetzt auch der Wald gestorben ist, damals seit den 80ern, so wie sie es prophezeit haben, oder ob jetzt einfach das Waldsterben vergessen wurde und jetzt geht es halt um den Klimawandel. Und natürlich können nur wir da was gegen tun, ne? Wir, ne? Schmecken nicht, das will ich jetzt auch mal probieren. Nur wir. Und wir sind schuld und wir sollen uns schuldig fühlen? Nee, aber ohne mich. Oh mein gosh. It's real perfume. Aber ich liebe ja ein bisschen so dieses Wassermelone-Aroma. Es gibt so wenige Aromen, die mag ich, ne? Und Wassermelone ist eins davon. Ja, krass. Komisch, gell? Ich hasse Aromastoffe. Aber das, dieses Wassermelone-Fake mag ich. Weil ich zum Beispiel ganz schlimm, das Allerschlimmste ist für mich Banane. Unechtes Banane oder Erdbeer. Kann ich gar nicht essen. Aber Wassermelone, da gibt es auch so Bonbons manchmal, schmecken auch genau so. So komisch, es schmeckt auch nicht nach Melone. Das schmeckt nicht nach echt Melone. Das schmeckt halt nach Wassermelone-Geschmack, ne? Dieser Blumengeschmack. Aber das ist auch nichts für mich, so ein Essen drauf. Ich weiß gar nicht, warum du sowas kaufst. Wolltest du dein Kind gesund ernähren? Ja. Kommt dir so ein Scheiß. Dann kommt das innere Kind in mir durch. Mhm. Jetzt oder nie. Ich hab Geld, ich kann mir Haribo kaufen. Süßigkeiten-Tag. Jeden Mittwoch. Mhm. Wir hatten immer Mittwoch Süßigkeiten-Tag. 2,50 Euro habe ich gekriegt. Hast du 2,50 Euro? Und dann haben wir da irgendwo angehalten bei so einem kleinen Bistro, ne? A cappella hieß das, genau. Und dann gab es Süßigkeiten tütenweise. Alles Geld ausgegeben. Schnuggi-Schnuggi-Tüten. Ja, da ging es ab. Und dann wurde den ganzen Mittwoch nur Süßigkeiten und Nintendo auch, ne? Mhm. Süßigkeiten-Tag und Nintendo wurde gespielt. Das war die Regel bei uns. Vielleicht gleich nochmal ein Helikopter. Eben, wo wir hier lang gefahren sind, ein Helikopter ganz weit unten. Ja, ich krieg Angst. Why? What? Ja, guck doch mal, das fährt auf, nicht los und blinkt. Das war, ich hab... Der wollte doch nur den Müll. Ich weiß, Mann, aber wo soll ich? Ich hab mich ja zu Tode erschreckt. Was soll er denn wollen? Ich und die Bullen. Wir sind keine Freunde. Ich hab, da lag so ein Reifen so ein geplatzt und ich guck so, ihr seht's ja, wie ich geguckt und dann auf einmal, und ich guck so da drauf. Auf den Reifen? Ja, und ich guck da so drauf. Und dann auf einmal bling, 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 da erschrecke ich mich leider, sorry. Aber die Bullen, Gott, der was Bullen war ja die ganze Zeit da. Ja, aber dann hat er erst geblinkt. Ja, wenn die blinken, hört es bei mir auf. Dann denke ich, oh Gott, jetzt wollen sie schießen und alles. Nee, ich habe Angst. Being a good cop. Ja, ich weiß. Being a good cop. Ja. Yeah. Oder was? Was ist es? Hier geht's ab, ey. Hier geht's ab, ihr lieben geht's, Leute. Hier geht's, glaube ich, immer ab, ne? Weil hier einfach diese komischen Leute fahren. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich jetzt hier anhalten oder sag... Fahr ich noch eine falsche Strecke. Oh, hier kann ich nicht anhalten. Doch. Bless your heart, bless your heart. They just want to go home. That's fucked up. Huh? They just want to go home. Wer, die Feuerwehr? Yeah. Because the fire is off already. How you know? Because. Warum willst du das wissen, Mädel? Warum sollen die denn von hier kommen, wenn das Feuer da an ist? Hä? Hä? Die standen gerade hier im Feld. Wer jetzt? Was?
Never mind, this conversation never happened. Hier passiert es jetzt, hier ist es. Da ist wieder ein Fünkchen rübergesprungen vielleicht. Aber mit dem Hubschrauber hat vielleicht doch nichts gebracht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo holt der Wasser? Shrimps. Ja, ne, oder? Also, oder da bei diesem Pond, den wir gesehen haben, ne? Ach, Leute. Freaking awesome. Freaking awesome. Freaking awesome, dude. Love it. So rad. So rad. Also jetzt nervt's mich. Jetzt reicht's mir. Ich möchte jetzt nicht. Oh, wow. Bitte. Da ist der Hubschrauber. Oh, guck. Okay, look, seht ihr ihn, Leute. Seht ihr ihn. Da ist er. Er holt Wasser. Siehst du ihn? Wo ist das Säckchen? Ich sehe aber Säckchen nicht. Oh, der ist jetzt fertig. Warum fliegt der wie so eine Biene? Wie eine Geisteskranke und fällt jetzt auf uns. Ich hab Angst. Stop. Auf uns. Ja, die fallen ja neuerdings immer vom Himmel. Du Drecks. Hubschrauber, ja, 2, 3 Stück. Regnet Helikopter. Ups. Ja. Nee, 2, 3 Stück. Nur hier. Ja. Von diesen Tourdingern, ne, 2. Also 2 Stück in echt. Ja, okay. Einfach boom. Aber die so arbeitende Menschen, glaube ich, nicht. Diese Tour, die können Feuerwehr, die können gar das. Nee, die können gar nicht fliegen. So, jetzt gehen wir hier nochmal hin, ne? Jetzt gehen wir nochmal zum Savers. Das ist unser Lieblings. Hier sind die Preise nicht so eklig. Und hier gibt es auch viel geilere Sachen, viel mehr Auswahl, viel mehr einfach, ne? Ich glaube, ich nehme mir dann auch einen Wagen. Hey. Brauchst du auch einen eigenen? Oder, nee, ich brauche ihn ja nur hierfür, das kann ich hier reinmachen, ne? Dann wird dir das gestohlen. Ja? Warum nehmen wir das nicht hier rein? Oh ja, das finde ich toll. Das finde ich noch viel besser. Danke. So, dann kann ich halt schon mal. Ach nee, aber warte mal. Aus dem Ding jetzt. Leider muss ich dich jetzt nochmal belästigen, weil hier brauche ich meine Brille. Ja. Stopp. So. Weil ohne Brille bin ich verloren. Ich ja auch schon öfter mal mitgenommen, ne? Dieses mega geile Geschäft. Schade. Schade. Also wenn dem Jesus jetzt nicht hier die Nase so abgeplatzt wäre, fände ich den geil. Was soll der kosten? $10 für den Jesus. Für einen abgeplatzten Jesus. Ach schade, den hätte ich echt gerne gehabt. Aber das ist ja auch, das ist auch geil, ne? Das ist geil. Guck mal, hier so ein Manga-mäßiger Bayer oder so, ne? Das ist geil. Richtig cool. Oh mein Gott. Guck mal. Das gefällt mir. Das erinnert mich irgendwie so an meine Kindheit. Oh. Was ist denn das hier? Ist das hier so kleine Nazi-Kunst? Oder was ist das? Was ist denn das? Kennt ihr das? Das finde ich süß. Ach nee. Echt goldig. Okay. Ist natürlich auch ganz nett. Ich komme gar nicht mehr klar. Wer denkt sich denn sowas aus? Hm? Ach nee, wie reizend. Das finde ich aber auch echt süß. Igitt. Das ist auch ne, das ist etwas, was ich schon immer so scheußlich finde. Da sammelt sich dann hier immer so der Staub. Ja, das ist schon. Ach nee. Das finde ich auch schon wieder geil, ne? Das ist mir zu teuer, aber süß. Ich finde es herrlich hier, herrlich, ganz herrlich. Ich mag ja Kitsch, ne? Also das ist mir zu kitschig. Was ist denn das? Was ist das? Ach, die tragen hier so eine dicke, weiß ich nicht was, eine Frucht oder was?
Eine Winkelkatze finde ich auch ganz cool. Ja. Ja, Star Wars, ne? Soll ich nochmal sagen, ich habe noch nie Star Wars geguckt in meinem Leben, noch nie. Ich werde es auch nie gucken. Voraussichtlich. Ja, okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Hier so, ne? Spiegel könnte ich auch. Finde ich einfach geil. Denn, also der Rahmen hier, schon ein Traum. Aber brauche ich halt nicht. Körbe. Seht ihr, dass das hier viel geiler ist, viel, viel ungeordneter und viel mehr zu entdecken gibt es hier, ne? Wow. Was ist das denn? So lustig. Es gibt so lustige Dinge auf der Welt. Guck mal. Oh, das ist bestimmt für Räucherstäbchen. Dekorative Tellerchen, Uhren. Das gefällt mir. Das gefällt mir echt. Ein schönes Bild. Aber $24 ist mir zu teuer. Sonst eher nichts für meinen Geschmack. Geil, doch. Gefällt mir auch. Plastikkacke brauchen wir nicht. Auch niedlich. Guck mal. Schon niedlich, ne? Ah ja, jetzt können wir hier nochmal. Hier gibt es keine Schüsseln. Doch, hier sind welche. Hier sind ein paar Schüsseln oder gehören die dazu? Ach, die gehören wahrscheinlich dann da zu dem ganzen Servi, das möchte ich nicht. Und das finde ich auch ein bisschen schick, ne? Das ist schick. $8. Schon ganz geil, aber brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Oh, hier ist es kalt. Ich friere. Oh, niedlich. Niedlich. Auch mega niedlich. Ich raste aus für 3,99. Oh, guck mal, da ist das Teesiebchen drin. Wie toll ist denn das? Ist auch noch eine größere. Ohne Sieb, aber mega niedlich. Brauche ich aber auch nicht. Auch noch in Rot. Ach Mensch, ich bin ganz verliebt in diese kleinen Kannen hier. Die sind echt toll. Die sind echt süß. Oder hier sowas. Guck mal. 7,99. Aber hier Plastik, gell? What? Hier gehören doch eigentlich so Hunde-Näpfe rein, dachte ich. Das ist auch goldig, goldig. Aber sowas braucht man ja gar nicht. Ach, guck mal hier, fein schmeckt der Wein aus einem Krug von Stein. Herrlich. Das ist aber niedlich, ne? Sowas wieder in Hawaii, das finde ich immer sehr witzig. Hier könnte ich auch mal gerade mal ausflippen. Wie schön ist denn das? Und guck mal, dann so billig, sowas Geiles. Also ich brauch's nicht, gell? Ich brauch's nicht. Die auch, und die habe ich ja schon. Toll. Das ist ein toller Laden, sage ich euch. Ist leider alles Plastik. Hasse Plastik. Ach nee, wie niedlich, guck mal. Aber 1,99 ist mir auch zu teuer, aber wie süß. Guck mal. Diese Formen. Wie gefallen mir. Mal hier im Gedenken an Helmut Kohl. Gibt es ja auch ein ganz tolles Verhältnis. Auch süß, ne? Guck mal hier mit so einem Muster hier. Ich sterbe. Hässlich.
Ja, sehr hässlich. Die, ne? Das sind immer die Sachen, die ich ganz gerne habe für die Vorratshaltung, gell? 3,99. Och. Ist nicht so schlecht, ne? Können wir uns mal Hörse reinmachen. Das nehme ich mal mit. Für 3,99. Finde ich ganz okay. Na, weil so ein Gummi brauche ich nicht. Jetzt suche ich mal eben die Lena mit dem Wagen, dann mache ich das in den Wagen rein. Dann gucken wir hier aber noch weiter. Hier gibt es ja noch so viele Sachen zu entdecken, ihr lieben Leute. Die Lena ist, oh, es ist so kalt. Ich hätte mir echt mal eine Jacke mitnehmen sollen. Ja, hier ist die Lena, siehst du. Das nehme ich, guck mal, für Hirse. Oder? Und dann können wir das sogar mitnehmen zum Down to Earth. Ah, und hier unser Hirse reinmachen. Dann brauchen wir gar kein Plastik benutzen. Okay, oder? Im Paradies. Ein schönes, herrliches Durcheinander hier. Und alles gibt's, was das Herz begehrt. Das. Nur ein bisschen kalt ist es. Guck, die Musik ist auch toll, ne? Habt ihr schon gehört? Ich wollte nochmal hier, warte mal. Wo wollte ich denn gucken? Ah ja, hier, gell? Nee, Kaffeemaschine nicht, aber irgendwas wollte ich. Hab ich jetzt wieder vergessen. Kaffeemaschine. Oh. Ernsthaft jetzt? Das finde ich nicht okay. Weil sowas möchte doch keiner kaufen. Schick, 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 die Mickey, ne? Denn hier alles? Nee, hiervon brauche ich nichts. Nichts brauche ich. Nix. Und hier kleine Reisköcherchen, wie süß. Goldig in allen Größen und Farben und Formen. Das hier sind so dünnste Dinger. Ach, die sind natürlich auch, die finde ich auch sehr schick, ne? Ich liebe einfach die 70er, ne? Ich liebe die 70er und ich liebe sie einfach. Was sind die hier? Da macht man dann Rotbier selber. Okay, hier ist nochmal so ein Brot. Ein Brotbackautomat hatte ich ja auch schon mal. Aber nee. Hat mich dann genervt. Was soll das hier sein, bitte? Was passiert denn, wenn man das anmacht? Ist das eine Lampe vielleicht? Ja, Popcorn. Vielleicht Popcorn. I don't know. Bügeleisen. Das ist auch eine Lampe, Igitt. Da fehlen ein paar Seiten. Hallo, hallo. Das Puppenhäuschen hier. Wenn man 20 bezahlt man doch dafür nicht mehr, wenn das doch schon so zerlumpt ist, Leute. Also die Preise. Das ist schön fett hier. Das könnte ich mal zum Campen gebrauchen. Schön fett, guck mal. Aber brauche ich nicht. Ich brauche es nicht. Springseil. 5,99 für zwei. Nee, brauche ich nicht. Ich brauche eine andere. Die auch nicht. Ich brauche so eine, die ist wie so eine Skibrille. Das sind größere Gläser für die Augen.
Aber trotzdem die Nase frei, ne? Das ist so wie das, genau wie das, aber zum Tauchen. So eine hatte ich auch schon mal und die brauche ich auch wieder. Das war für mich am besten zum Schnorcheln. Weil ich mag gerne die Nase frei haben. Jetzt gibt es hier noch Fernseher. Unsere Lieblingsfirmen auch geil. Ne? Kitsch, 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 ich mag den Kitsch. Was ist denn das hier? Window Wonderland. Was ist denn das? Was ist das? Ach, ich brauche keinen Platz jetzt. Was ist das denn hier? Das ist ja schon mal hinreißend. Eine ganz niedliche Uhr ist das. Also ist ja mega süß. Guck mal da hinten die kleinen Flaschen. So welche hatte ich früher. Fürs Puppenhaus. Ach, wie goldig. Ich liebe so ein Zeug. Ja, dann macht man mit Strom und dann hat man ganz tolle Sachen in, ja, nee, das braucht man nicht. Oh, die Schildkrötenlampe, ich sterbe. Habt ihr gesehen? Guck mal, die ist hier auch ganz versteckt. Ach, leider ist ein Bein abgebrochen, guck mal da. Wenn das Bein ja nicht abgebrochen wäre, hätte ich die direkt genommen. Mega süß. Mega goldig. Okay. Habt ihr das jetzt gesehen hier, ne? Das fand ich lustig. Relax with your favorite photo. Geil, ne? Kannst relaxen mit einem schönen Zimmerbrunnen und noch dein allerliebstes Foto mit hineinmachen. Was sind das hier? Schöne Würste. Gestrickte Würste. So niedlich. Ich liebe sowas. Ja, das hier ist genau meine. Oh, wenn ich dort nicht so frieren würde, ne? Ich kann jetzt auch gleich nicht mehr. Vorhang hässlich. Der ist schön. Der ist echt schön. Einen dann, weißt du, aber der ist echt schön. Der sieht echt toll aus. Das ist auch ein bisschen süß. Wie so ein Männerschlafanzug. Igitt. Guck mal hier, da krieg ich auch, ne, krieg ich richtig Bock, irgendeine Kunst mit den Barbies zu machen, ne? Das ist so herrlich. Mir auch leid, ne? Dass sie hier so in so Plastik. Oh, guck mal da. Oh. Ja, schrecklich irgendwie, aber der Prinz ist auch da. Ja, hier habe ich euch das schon mal auch gezeigt. Ja, ne? Hier. Irgendjemand macht hier immer so geile Sachen. Oh, das ist schön. Da möchte ich mich jetzt direkt einwickeln. Weil mir so kalt ist, gell? Decken, ne? Das sind alles Decken. Hier sind so Rotzspielzeug. Aber auch hier, ne? Lego. Lego auch. Hey! Oh my gosh. Something's happened. What? Meinst du ernst? Auf die süß. Ich muss nochmal durchgehen. Ja, genau, nochmal alles durchgehen. So much. Ulala, Hokus Pokus Fidibus. Was denn? Achso. Es ist so kalt hier, ja, ne? Ja, deswegen musste ich immer ein bisschen. Ey, geil, geile Schuhe. What are those? What are those? What are those? Guck mal hier, das komische Pferd. Oh, ich könnte ausrasten. Also so Gegenstände, um wunderbare Kunst zu machen, gibt es ja auch viele bei den Spielsachen. Ne?
dir. Aber ja. So, was wollte ich jetzt? Na, jetzt gucke ich noch bei den Schuhen. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Eine Handtasche? Wo man dann irgendwas rauspresst oder durchquetscht? Ich verstehe nicht. Ja, ich verstehe nicht den Sinn dahinter. Ich weiß nicht, was das sein soll, mein Schatz. So, jetzt gucken wir mal. Oh, ist mir so kalt. Ja, aber es macht ja keinen Sinn. Was soll das denn dann bringen, mein Schnubberle? Sind die geil oder geil? Sind toll, ne? Die gefallen mir. Aber ich suche ja etwas für den Anulein. Eigentlich eher so Slipper oder irgendwas, was man so easy anziehen kann. Die sind zu breit. Das sind auch Vans. Ne, Levis. Levi's sind das. Ich weiß nicht die Größe, ne? Und dann, ich vertue mich auch immer. Ja, Ossi. Oh, schon auch süß. Ja, nee, da vertue ich mich immer nur. Okay, dann gucke ich jetzt noch. Dann gucke ich jetzt noch mal ein paar Sachen an. Lege ich euch mal weg. Ne? Wow. Jetzt ist die Kamera auch gleich leer. Jetzt, das hat sich jetzt noch mal gelohnt. Lena hat lauter Sachen gefunden für mich. Warte, ich helfe dir, mein Schatz. So, drin. Und ja, die bezahlt jetzt noch. Wir gehen jetzt. Ich habe nur so ein Glas. Also ich habe jetzt. Ich bin echt keine Shopping Queen. Ich will eigentlich dann auch immer schnell wieder raus und nach Hause und habe keinen Bock mehr. Also ich bin nicht so gut im Shoppen, aber ich habe einen schönen Pulli gefunden für einen Willi Nice Short. Und das ist alles jetzt bei der Mama in den Sachen. Ich hoffe, die kann das alles tragen. Und ein. Ja, dieses Glas für die Hirse, ne? Das ist sehr gut. Helena hat ganz viele süße Sachen für den Mio und auch Spielsachen für die Ossi. Und dann für den Daddy. Für den Opa, ja. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal helfen soll, aber nee. Ne? Oder sollten wir vor die Tür fahren? Das mache ich. Das mache ich. Ich fahre jetzt genau vor die Tür. Macht's gut, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier bei unserem Vlog. Bei unserem Vloggedy-Vlog. Ne, das war ja... Heute mal ganz anders. Und, ach ja, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Ich fahr jetzt da vor die Tür, Rosa. Ciao, I, sag mal ciao. Ciao. Ciao, ciao. Kakao, kakao. Ciao, 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 kakao.